einer Neuheit aus dem aktuellen Katalog melden wir uns zurück bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer, liebe Zuschauer. Und das, was wir Ihnen jetzt zeigen möchten, ist nicht nur das Titelprodukt auf dem aktuellen Pearl-Katalog. Es ist auch etwas, was mir ganz persönlich richtig gut gefällt. Ich schlawenzel schon seit einiger Zeit um diese Art von Uhr herum, weil sie unglaublich praktisch ist. Aber auch etwas, was Merve und mich heute den ganzen Tag über beschäftigt hat. Wir haben uns lange über das Thema unterhalten. Und als ich dir den Katalog unter die Nase gehalten habe, habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Für den Satz eine vollwertige Smartwatch ist doch mal eine schöne Geschichte. Ich finde sie hervorragend und ich glaube, ich konnte dich auch dafür begeistern. Ja, oder? Auf jeden Fall. Also mich hat diese Uhr super begeistert. Einfach, also sie ist super schön zu tragen. Und gerade so eine neue Uhr war für mich jetzt auch so eine Motivation. Also wir tragen die jetzt und es motiviert mich den ganzen Tag ein bisschen mehr zu gehen, mehr aufzustehen, darauf zu achten, irgendwie auf meine Schritte zu kommen. Ja. Wie siehst du das? Grundsätzlich ist das so. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Uhr natürlich in der Lage ist, wie das bei vielen Modellen übrigens nicht üblich ist, dass diese Uhr die Schritte zählen kann. Ich habe immer festgestellt, irgendwann, ich habe mir so meine 10.000 Schritte vorgenommen pro Tag, dementsprechend auch einen passenden Kalorienverbrauch. Ich persönlich finde es motivierend, wenn ich merke, abends, ich habe erst 8 oder 8.500 Schritte, dann gehe ich noch mal eine Runde um den Block, um diese 10.000 Schritte festzumachen, genau. Oder? Ja, ich mache das auch. Also ich stehe auch bewusst am Tag öfter auf, damit ich so mein persönliches Ziel erreiche. Weil ich sehe auf dieser Uhr immer, wie viele Schritte ich am Tag gehe. Und es ist so ein persönlicher Wettkampf, dass man jeden Tag das Beste aus sich raustut und jeden Tag einfach dieses Beste mit den 10.000 Schritten schafft. Das sind die guten Vorsätze, die man jetzt im Januar noch umsetzt. Aber es ist tatsächlich so eine Smartwatch kann sie tatsächlich darin unterstützen. Aber auch andere Funktionen, wie zum Beispiel so eine Herzfrequenzmessung oder eine Blutdruckmessung, ist doch großartig, oder? Ja, ich finde es super, dass alle meine Vitalwerte den ganzen Tag über mit mich begleiten. Also ich kann immer gucken, wie mein Puls ist. Ich kann meine Hauttemperatur gucken, also die Körpertemperatur, alles. Ja. Das ist auf dieser Uhr super einfach zu bedienen. Hier haben wir zum Beispiel die Schritte. Dann haben wir hier den Puls. Ich meine, in Sekundenschnelle habe ich meinen Puls, weiß, wie es mir gerade geschieht. Die Bodytemperatur oder die Hauttemperatur und Körpertemperatur. Und das alles so auf einen Blick zu haben, ich finde, da hat man immer so ein besseres Gefühl. Ich meine, man sieht einfach, okay, mein Puls ist gerade okay, ich mache mir keine Sorgen. Das ist gerade für viele logischerweise im Alltag immer ein Thema, gerade wenn man mit verschiedenen Pulsschwankungen zu kämpfen hat. Du bist ein sehr sportlicher Mensch, beim Sport ist das auch hervorragend, oder? Ja, beim Sport habe ich sogar diese Motivation, meinen Puls extrem in die Höhe zu schießen. Ja. Und da ist diese Uhr perfekt, weil ich dann wirklich sehe, okay, da geht noch mehr. Und ich finde, das ist wirklich in jeglicher Situation eine Motivation. Ja, da geht es um Ausdauer, um Fettverbrennung und dergleichen. Davon muss man in einem bestimmten Pulsbereich trainieren. Genau. Und man kann natürlich sogar bei dieser Uhr, wenn Sie das möchten, jederzeit auch insgesamt 7 verschiedene Sportarten einstellen. Das heißt, die Uhr mit ihrem Gesamtkonzept, dem Schrittezählen, mit dem Kalorienverbrauch und dergleichen, reagiert natürlich je nachdem, welche Sportart Sie eingestellt haben. Da kommen wir nochmal zurück auf das Thema Pulsfrequenz und auch das Thema Blutdruck. Ich glaube, jeder weiß, dass man logischerweise zum Pulsmessen oder auch zur Blutdruckkontrolle dann doch normalerweise etwas mehr Aufwand betreiben muss. Gerade diese Blutdruckmessgeräte sind ein bisschen schwierig. Mhm. Hier habe ich solche Messwerte ganz einfach auch mal hervorragend im Blick und kann jederzeit mal gucken, wie sieht es denn eigentlich aus in meinem Körper? Ist noch alles in Ordnung? Ne? Ich finde auch gerade nicht nur die Messwerte super, sondern einfach auch allgemein. Ja. Das Handling und das Aussehen der Uhr. Also sie ist super schick und man sieht diese Smartwatches immer mehr. Also die werden immer beliebter und gerade zu so einem Preis so eine tolle Uhr, finde ich wirklich ein Muss. Und ich bin froh, dass du es ansprichst. Gerade die Smartwatches gibt es ja von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Systemen. Genau. Jetzt gibt es tatsächlich Modelle von bis im Preisgefüge her. Da sollte man vielleicht auch mal über den Preis sprechen. Ich weiß, dass die Modelle, die also ähnlich aussehen wie diese jetzt hier mit dem eckigen Gehäuse, schlangen schön leicht und gut zu tragen, locker mal so bei 300-400 € anfangen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also auch mit den ganzen Funktionen und den Anzeigen sind solche Uhren meistens, also ich kenne die auch nur, in so einem mehrere hundert Euro Niveau. Ja. Wir werden uns das Preisgefüge gleich nochmal anschauen. Mir ist auch schon aufgefallen, dass wir hier deutlich unter 40 € gehen. Das ist Spitzenklasse, dazu aber später mehr. Wir reden die ganze Zeit von der Möglichkeit, die Pulsfrequenz oder auch den Blutdruck, die Werte ganz einfach mal im Blick zu haben. Aber selbstverständlich ist es auch hervorragend dann, wenn man doch vermeintlich eigentlich eher ins Reich der Träume abgleitet, um am nächsten Morgen ganz einfach mal zu wissen, wie habe ich denn eigentlich geschlafen? Habe ich ruhig geschlafen? Habe ich konzentriert geschlafen? Warum bin ich ausgeruht oder warum bin ich nicht ausgeruht? Auch da hilft mir die Uhr weiter. Genau, die Uhr misst nachts, aber man muss sie natürlich ertragen beim Schlafen. Die Uhr zeigt einem dann am nächsten Morgen an, wie viel man geschlafen hat, ob man eine Tiefschlafphase hatte, wie viel Tiefschlafphase man hat, weil man hat ja nicht eine durchgehende, sondern die sind immer 90 Minuten. Ja. Und man ist natürlich am ausgeschlafensten, wenn man nach einer Tiefschlafphase aufwacht. Und das kann man alles an dieser Uhr sehen. Also die zeigt einem, wie tief habe ich geschlafen, wie viel, wann habe ich mich hingelegt, habe ich viel gekruschelt.
Und sowas finde ich, gerade weil Schlaf für uns Menschen super wichtig ist, und das unterschätzen wir alle, haben wir hier so einen kleinen Helfer, der uns da einfach wirklich immer Aufschluss gibt. Im Schlaf lädt man die Batterien wieder auf. Ja? Genau. Jetzt kann man das Ganze natürlich jederzeit und sehr komfortabel auf diesem großzügig konzipierten Display ablesen, aber natürlich spielt auch eine Applikation, eine App auf Ihrem Smartphone eine entscheidende Rolle. Ist doch großartig, gerade bei solchen Geschichten, so Puls oder auch mal Blutdruckswerte und so weiter, die ich ganz einfach im Blick habe, die auch vielleicht mal in so einer Langzeitbeobachtung mal auf einer App, zu sehen, oder? Ist auch perfekt, um das mal dem Arzt zu zeigen. Ja. Also ich meine, ich beobachte jetzt die Werte mal eine Woche und dann kann ich, oder einen Monat, und dann kann ich auch einfach mal sagen, hier, Herr Doktor, ich habe meine Werte, sind die gut oder sind die nicht gut? Und na klar, ersetzt so eine Uhr kein Arzt, aber sie ist vielleicht einfach so ein kleiner Impuls oder so eine Richtungsweise, genau, oder? So eine Standortbestimmung. Genau. Sehe ich ganz genauso. Ja. Wo wir gerade eben schon davon gesprochen haben, logischerweise, wenn ich sie im Schlaf trage, sollte sie einen gewissen Tragekomfort mitbringen. Ich habe extra mal geguckt, also die ganze Uhr wiegt ungefähr 40, 50 Gramm. Man merkt sie eigentlich fast gar nicht am Handgelenk. Ich finde sie unglaublich schön und unglaublich schlank. Würdest du sagen, ist es ein Männermodell, ist es ein Damenmodell? Wo würdest du sie einordnen? Ich würde wirklich sagen, es ist Unisex. Ja, also sowohl du hast sie jetzt am Arm und sie sieht schön aus, als auch bei mir sieht sie schön aus. Und ich finde wirklich, daher, dass die schwarz ist, ist das sowieso eine entspannte Farbe. Sie ist weder Gold, was weiblich sein könnte, noch ist sie blau. Mhm. Also ich finde wirklich, dass die einfach für jedermanns Handgelenk perfekt ist. Ja, es passt. Ne? Also der Tragekomfort ist großartig. Ich als Mann kenne natürlich immer so dieses Problem, wenn ich ein Hemd runtertrage, dass dann hier ganz gerne mal an der Uhr, die ein bisschen kräftiger ist, mal das Revers von meinem, oder hier der Abschluss von meinem Hemd hängen bleibt. Bei euch Mädels ist es zum Teil nicht anders, bei den Blusen und dergleichen. Ist natürlich alles machbar. Wasserdicht ist sie auch noch. Ja, und das finde ich ebenfalls spitzenklasse. Ich sag mal, gut, ist ein Alltagsgegenstand. Man hat die mitunter auch mal draußen, wenn es mal regnet oder was, aber ist schon super. Ne? Ich finde es auch perfekt, dass sie einmal wasserdicht ist und durch dieses Silikonband auch einfach jegliche Situation mitmacht. Also sowohl Wasser, also Chlor, Schweiß, alles. Und ich meine, so ein Lederarmband ist immer ein bisschen anfälliger, gerade in irgendwelchen sportlichen Situationen, als so ein Silikonarmband. Und ist natürlich auch hautfreundlich. Also Silikonarmbänder, gerade aus so einem super weichen Material, ist es immer hautfreundlicher, scheuert nirgendwo und es ist einfach perfekt zu tragen, finde ich wirklich. Ja, letztes Mal das Thema mit den Lederarmbändern, die fangen immer an zu müffeln, wenn mit Schweiß vor Augen. Das ist nach ein, zwei Jahren ist das sehr, sehr unangenehm. Ja. So ein Silikonarmband, da gehe ich ganz einfach mit dem Lappen drüber, kann das Ganze desinfizieren und ist auch schon wieder sauber. Ich finde es auch perfekt, dass die so viele Weiten hat. Also die ist wirklich, also jedes Handgelenk passt da rein. Du hast ein recht schmales Handgelenk, die passt hier trotzdem wie angegossen. Genau, ne? Und die hält sich hier, weil der erste Riemen hat innen drin nochmal so eine kleine Öse, in das sich das Armband reinhakt. So, das heißt, das geht da einfach nicht raus. Also es ist super hochwertig, es sieht hochwertig aus, es fühlt sich hochwertig an. Und das ist gerade bei dem Preis, finde ich, wirklich unschlagbar. Ja. So, jetzt haben wir natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Wir hatten auch gerade das Thema mit der App schon angesprochen, die ganzen Werte, die ganzen Bio-Werte, die Sie hier haben, Pulsfrequenz, Blutdruck beispielsweise, Blutsauerstoff spielt sicherlich auch bei dem einen oder anderen eine Rolle, Körpertemperatur, all diese Messdaten kann man sich natürlich ganz einfach dann eben, wenn man die Uhr via Bluetooth mit dem Smartphone verbindet, auch mal in einer Art Langzeitbeobachtung gerne mal anzeigen lassen. Andersrum geht es natürlich auch. Ist doch super, wenn ich mein Handy mal irgendwo in der Jackentasche habe oder sowas, dass mich die Uhr trotzdem darüber informiert, wenn Nachrichten oder wenn Anrufe reinkommen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch. Also das Handy ist in der Tasche und ich bekomme eine Nachricht und das Handy weiß ich nicht. Ist zum Beispiel ungreifbar gerade. Es ist in der untersten Ecke meiner Handtasche. Und dann sehe ich auf dieser Uhr, wer hat geschrieben, was ist es? Ist es wichtig? Muss ich rangehen? Muss ich nicht rangehen? Und auch einfach, das ist, ich weiß nicht, ich kann mein Handy irgendwo liegen lassen und die Uhr zeigt es mir trotzdem an. Ja. Und so einfach ist es, liebe Zuschauer. Normalerweise zahlen Sie für so einen Luxus, für so einen Komfort und für so eine edle und hochwertige Ausstattung schnell mal ein paar hundert Euro. Auch hier haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller, die bei knapp 80 Euro liegt. Pöll.de bietet Ihnen diese Uhr. Und das haben wir eben auch schon auf dem Titel, auf dem Titelblatt des aktuellen Kataloges gesehen, für knapp 37 Euro an. Sie bekommen aber hier bei uns den TV-Sonderpreis. Und der liegt bei gerade mal 35 Euro und 14 Cent. Diese knapp 35 Euro sind natürlich großartig, um vielleicht auch mal ein zweites Modell für den Partner mitzubestellen. Genau, so einen kleinen Wettkampf untereinander. Ja, ganz genau. Schritte zählen, wer hat mehr genau, Schritte. Genau, wer hat mehr Schritte? Das motiviert immer zusätzlich. Ja. Greifen Sie zu, liebe Zuschauer, und probieren Sie es aus mit der ZX 5174 und der 569.